Praga Bohemia. Als damals der Aston Martin Valkyrie rauskam, dachten wir schon, krass, okay, absolute Gamechanger. V12 in dieser Optik mit so viel Downforce und das schon Straßen zugelassen. Aber ich finde, Praga hat dem fast schon nochmal optisch zumindest einen draufgesetzt. Allein der Außenspiegel, das ist wirklich ein Spoiler. Das hat alles hier mit der Aerodynamik zu tun und wie wunderschön es dann auch noch hier designt ist. Das ganze Auto ist natürlich sowohl auf Aero als auch auf Leichtbau getrimmt. Aber wenn du überlegst, das ist ja wirklich trotzdem ein großes Auto. Hier jetzt mal im Vergleich zum GT4, was wir da haben. Und das Auto wiegt einfach unter 1000 Kilo.